Im letzten Video habe ich die Klasse Cart Item ausprogrammiert und für die Klasse Shopping Cart das Grundgerüst aufgestellt. Und jetzt wollen wir den Shopping Cart mit der eigentlichen Logik füllen. Das wollen wir aber nicht einfach so machen, sondern wir machen ein bisschen Unit Testing dieses Mal. Gehe dann wieder in mein Projekt hinein, mache es vielleicht ein bisschen kleiner von der Schrift, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und jetzt möchte ich zusätzlich zu diesem bestehenden Shopping Cart Projekt möchte ich noch ein kleines Projekt für die Unit Tests machen. Das geschieht folgendermaßen: mit .NET New XUnit lege ich ein neues Projekt an und gebe es in den Ordner ShoppingCart.tests aus. Das hat funktioniert. Ich habe jetzt hier ein weiteres Projekt. Jetzt füge ich das meiner Solution hinzu, .NET/add ShoppingCart.tests, ShoppingCart.tests CS Project. Ist das hinzugefügt worden? Und jetzt wichtig, das Projekt ShoppingCart.tests braucht noch eine Referenz auf das Projekt ShoppingCart, um auf die ganzen Klassen zugreifen zu können, die wir dann testen wollen. Das geschieht folgendermaßen: .NET add ShoppingCart.tests, ShoppingCart.tests.csProject und dann das Wort Reference, weil wir eine Referenz machen wollen, dann ShoppingCart, ShoppingCart.csProject. Enter. Jetzt habe ich die Referenz hinzugefügt, das wird auch ausgegeben. Und jetzt können wir mal schauen, ob das schon läuft. Es gibt ja diese Datei unitest1.cs, die hat so einen Dummy-Test drin. .NET Test. Das hat funktioniert. Wir können auch noch in den Text Explorer schauen, ob da jetzt was kommt. Dauert eine Weile, aber dieser Test sollte dann gefunden werden. Tatsächlich, wir können ihn ausführen. Das hat geklappt. Nun schauen wir an, was wir da alles gemacht haben mit Git Status. Also Shopping Cart SLN wurde geändert. Wir haben das Testprojekt hinzugefügt. Und das ganze Testprojekt haben wir natürlich erstellt als Git add ShoppingCart.sln und ShoppingCart.tests. Füge das hinzu, schaue an, welchen Effekt das hatte. Ja, das Unit-Test 1 können wir nachher umbenennen, machen wir einen Commit. Setup Test Project for Shopping Cart. Und ich pushe das sogleich. Dann sollten wir das da drin haben. Ja, Shopping Cart, Shopping Cart Tests. Soweit, so gut. Jetzt wäre das Ganze aufgesetzt. Jetzt wollen wir anfangen, das zu testen. Das mache ich in einem nächsten Video. Bis dann.